Hallo und willkommen zurück bei Love Skate. Heute machen wir zusammen die Freiläuferprüfung. Was ist die Freiläuferprüfung? Die Freiläuferprüfung ist die allererste Prüfung beim Eiskunstlaufen. So ein bisschen wie das Seepferdchen beim Schwimmen. Es werden grundlegende Eislauffähigkeiten abgeprüft und in vielen Vereinen ist das die Voraussetzung, um im Vereinsleben weiter vorankommen zu können. Übung Nummer 1. Beidbeiniges Umkreisen von Hütchen. 360 Grad auf zwei Beinen. Man fährt also im Ausfallschritt um Hütchen herum eine ganze Runde. Dabei ist das Gewicht auf dem kreisinneren Schlittschuh. Und der kreisinnere Schlittschuh ist gebeugt. Es empfiehlt sich, die Schulter an den Kreis anzulehnen und das gestreckte Bein möglichst schnell ranzuziehen, um mit mehr Schwung in den nächsten Kreis zu kommen. Übung Nummer 2. Vorwärts gleiten, Schneeflugbremsen, rückwärts zurückgleiten. Das machen wir in der Regel von langer Bande zu langer Bande, also auf der kurzen Distanz über die Eisfläche. Schneeflugbremsen mit zwei Beinen. Die dritte Übung ist die Hocke auf zwei Beinen. Als nächstes Rollerfahren auf dem Kreis mit Auslauf links und rechts. Und zur anderen Seite. Als nächstes kommen Schwungsprünge auf dem Kreis. Das klingt ein bisschen, was ist das denn? Alle Übungen sind durchaus Auslegungssache. Ich in meinem Verein mache die Schwungsprünge so. Und in die andere Richtung genauso. Ich lasse das Spielbein nach vorne gerne gebeugt. Also den Fuß unter dem Knie, weil das für mich Hinführung zum Achsel ist. Es gibt aber durchaus auch die Möglichkeit, das Bein nach vorne auszustrecken. Das geht dann mehr Richtung Spreisprung. Nächste Übung. 6 Drehsprünge auf dem Kreis links und rechts. Let's go. Eine Richtung, andere Richtung. Wenn ein Läufer das schon kann, dann lasse ich den Läufer rückwärts auf einem Bein landen, um schon mal den Auslauf zu üben. Das ist aber nicht vorgeschrieben. Kommen wir zum letzten Element, die Pirouette. Die Pirouette auf zwei Füßen, nach links und nach rechts, 3 Umdrehungen.
auch zur anderen Richtung. Ihr fragt euch, warum beide Richtungen? Da der Freiläufer die erste Prüfung ist, die abgelegt wird, ist es dort ganz sinnvoll zu schauen, ob ein Läufer eher links rumdreht, was die normale Richtung ist, oder ob ein Läufer vielleicht doch besser rechts rumdreht. Und da man gezwungen ist, beides zu üben, kann man viel eher eine Tendenz sehen, in welche Richtung der Sportler am besten springt oder dreht. Die Übungen können in jedem Landesverband etwas abweichen. Es steht auch nicht vorgegeben, wie viele Hütchen umkreist werden müssen, ob 4 Hütchen umkreist werden müssen oder ob 10 Hütchen umkreist werden müssen. Das handelt jeder Verein ein bisschen anders. Ich zeige euch einfach nur, wie ich diese Prüfung vorbereite und wie meine Sportler diese Prüfung angehen. Bei der Freiläuferprüfung sind die Prüfer in der Regel nicht allzu streng. Die Prüfung wird auch nur von einem Prüfer abgenommen und nicht von 3 Prüfern. Das heißt, man muss nur einen Prüfer davon überzeugen, dass man das Ganze gut genug macht, um sein Abzeichen zu verdienen. Habt ihr Fragen zum Freiläufer? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!